Und genau darüber spreche ich jetzt mit meinem ersten Gast. Und zwar ist das Lamia Messari Becker von der Uni Siegen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ich hatte jetzt gerade schon mal ein paar Zahlen angerissen bei dem Thema. Wie wirkt sich denn das tatsächlich auf die Bauwirtschaft aus? Wie sieht das auch vielleicht im Hinblick auf den Herbst aus? Ja, im Moment sagen viele Unternehmen, dass sie gar keine Anschlussaufträge mehr. Und das ist auch verständlich. Steigende Zinsen verschlimmern ohnehin die kritische Lage. Hohe Zinsen bei hohen Baupreisen sind natürlich Gift für das private, gewerbliche und öffentliche Baugeschäft. Man muss aber auch sagen, dass früher bei 1% Zins ließe sich alles finanzieren. Jetzt wird es schwierig bei 4%. Und viele Unternehmen, gerade im frei finanzierten Markt, haben kaum Eigenkapital. Und deshalb erleben wir im Moment eine praktisch toxische mehrfache Teuerung. Und welche anderen Gründe gibt es noch, abgesehen vom Thema Zinsen? Ja, die Baupreise waren ja schon vor dem Krieg sehr hoch. Wir hatten Teuerungsraten wie seit 50 Jahren nicht mehr. Rohstoffknappheit, Inflation, Zinswende haben wir erwähnt. Aber auch immer mehr Vorgaben, ob das Energie, ob das Schallschutz und natürlich die Unsicherheiten, die gerade auch herrschen. Fachkräftemangel gepaart mit der Tatsache, dass wir auch nicht schnell produktiver werden können, weil eben auch Digitalisierung verschlafen wurde, erleben wir das Ergebnis. Zentral finde ich aber im Moment, dass viele frei finanzierte Wohnungen eben mit zu wenig Eigenkapital sehr, sehr teuer nur gebaut werden können. Und deshalb ziehen sich sehr viele private und öffentliche Bauherren zurück. Und das spüren natürlich am Ende sehr, sehr viele Menschen, gerade in den Großstädten, wo der Wohnungsmangel einfach wahnsinnig groß ist. Die Bundesregierung, die hat sich ja ein ganz klares Ziel gesetzt. Und zwar 400.000 neue Wohnungen pro Jahr. Das ist eigentlich das Ziel. Wir wissen aktuell schon, das wird nicht erreicht werden. Das Ziel ist in weite Ferne gerückt. Was würden Sie sagen aus der politischen Sicht? Was muss da passieren, damit das endlich wieder in Schwung kommt? Naja, es gäbe mehrere Maßnahmen, die man diskutieren kann zumindest. Grunderwerbsteuer senken, vielleicht Mehrwertsteuer auf Bautätigkeiten, auf Bauprodukte senken, Reformen anpacken. Wir haben einfach zu viele Verordnungen, die sich teilweise widersprechen, die das alles auch nochmal verteuern. Länderbauordnungen harmonisieren. Wir müssen die Standards einfach aktualisieren, Umbau vereinfachen und vieles mehr. Ganz wichtig ist auch mehr Pragmatismus bei Sanierungen, bei Modernisierungen, also den Umbau vereinfachen, so dass sehr viel privates Kapital auch aktiviert wird. Und wir müssen endlich dazu übergehen, einfach zu bauen, ewig einfach. Und zwar so, dass die gleiche Umweltqualität, die wir ja alle befürworten, erreicht wird, aber dabei weniger Aufwand betrieben wird. Jetzt beraten Sie auch die Bundesregierung, gerade in Fragen zum Thema Wärmewende etwa. Ist das am Ende eine Diskrepanz, die überbrückbar ist aus Ihrer Sicht? Nämlich die Diskrepanz zwischen klimafreundlichem Bauen und klimafreundlichen Neubauten und gleichzeitig natürlich einer gewissen Wohnkostenstabilisierung. Also wie sehen Sie da den Sprung? Also ich finde die Ziele nicht widersprüchlich. Wir schaffen aber diesen Gegensatz, den Sie jetzt Gegensatz genannt haben, wirklich nur, wenn wir den Mut haben, unser Baurecht zu lüften. Unnötiges, widersprüchliches, bürokratisches abzuschaffen, unsere Standards zu überdenken, um eben die gleiche Qualität bezüglich Umweltschutz, bezüglich Klimaschutz zu erreichen und dabei eben weniger diesen wirklich unglaublich großen Aufwand zu betreiben. Vor allem dürfen kommunale Vorgaben bei Projekten, die schon seriell entwickelt wurden, Sie müssen sich vorstellen, wir entwickeln serielles Bauen, dann kommt ein Projekt zur Planung, zur Genehmigung und dann gibt es zusätzliche Vorgaben seitens der Kommunen beispielsweise. Wenn man jetzt irgendwie noch zusätzlich Gründach haben will, dann stimmt die Statik auf einmal nicht mehr. Also wir stehen uns teilweise im Weg. Also wichtig ist, dass wenn man ein serielles Projekt gebaut hat, dann muss es auch so umgesetzt werden. Ich finde auch, dass die kommunalen Unternehmen oder dass die Kommunen stärker Eigenkapital in ihre eigenen kommunalen Wohnungsbauunternehmen, also sozialen Wohnungsbau, stecken müssen. Die haben schon auch in der Vergangenheit besser gewirtschaftet als die privaten. Aber das muss jetzt stärker passieren, dass wir eben diesen Eigenkapitalanteil erhöhen. Jetzt haben Sie ein Wort ganz häufig benutzt. Vielleicht klären wir das einmal der Vollständigkeit halber. Serielles Bauen, was genau bedeutet das am Ende? Serielles Bauen bedeutet, dass ich sehr viele Planungen vorziehe und nicht alles erst nicht zuerst
plane und dann auf der Baustelle Stein auf Stein sozusagen baue, sondern die Dinge im Vorfeld in der sogenannten Werkplanung vorbereite und auf der Baustelle werden die Module sozusagen nur noch zusammengesetzt. Und serielles Bauen heißt auch, dass bestimmte Baukörper in die Serie gehen, also vervielfältigt werden. Es ist eine Art höherwertigeres Fertigteilbau. Das heißt, das ist ja natürlich dann auch sehr interessant für gerade Großstädte natürlich. Jetzt haben Sie gerade darüber gesprochen, wir müssen das vereinfachen. Gerade auch Vorschriften, Regelungen vereinheitlichen, harmonisieren, aber eben ja am Ende auch Hürden abbauen und flacher machen. Ist das alles so einfach oder wenn Sie so aus Ihrer Expertise sprechen, über was für einen Zeithorizont sprechen wir denn da, bis sowas vereinfacht ist? Naja, wir haben in Deutschland grundsätzlich das Problem, dass wir zu viele Normen haben und Sie haben vollkommen recht, das ist sehr schwierig. Man kommt da auch nicht schnell zu Potte, das sind dicke Bretter. Aber diese Krise, dieser Kipppunkt der Bauwirtschaft sollte tatsächlich auch als Chance genutzt werden, eben diese schwierigen Reformen schneller anzupacken und beherzt anzupacken. Das ist doch der Punkt. Wir müssen uns verändern. Die Bauwirtschaft ist ja nicht irgendeine Wirtschaft, übrigens der stärkste Wirtschaftssektor in Deutschland. Und wenn der zusammenbricht, brechen auch weitere Teile der Wirtschaft im Bereich Klein- und Mittelstand. Insofern ist das wirklich höchste Zeit, aus dieser Krise eben die Chance zu ergreifen, uns zu verbessern, die Baureformen anzupacken und einfach besser zu werden. Und das könnten wir auch. Jetzt sind Sie ja Bauingenieurin. Welche Technologien braucht man aus Ihrer Sicht, um gerade auch das beim Thema Effizienz hier besser zu werden bei den Neubauten? Auf jeden Fall mehr Digitalisierung, nicht nur in der Planung, sondern auch auf der Baustelle später. Das hilft uns auch im Bereich Fachkräftemangel. Wir brauchen Typengenehmigungen für serielles Bauen, dass nicht jeder sein Rad neu erfindet, sondern wenn ein serielles Projekt geplant wird, könnte man das als Typ genehmigen und dann aber auch bundesweit auf die Straße bringen. Wir müssen die kommunalen Vorgaben mit den Bundesvorgaben abstimmen, beispielsweise im Bereich Klimaschutz, im Bereich Energieeffizienz. Lamia Messari-Becker, herzlichen Dank, dass Sie heute hier Antworten geliefert haben. Vielen Dank. Ich habe zu danken. Alles Gute.